Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ihr habt auf das Pamela Reif Video so viele geile Nachrichten geschrieben und so viele Workouts, die ihr euch gewünscht habt. Und heute machen wir weiter mit einem Workout von Next Workout. Das Pamela Reif Dance Workout kommt noch, keine Sorge, aber ich kann ja nicht zweimal hintereinander Pamela Reif direkt machen, deswegen machen wir heute erstmal was anderes. Und zwar gibt es heute das Next Workout 8 Minutes Abs, hat sich jemand gewünscht, ich soll das mal machen und am Ende natürlich wieder Feedback dazu. Ich bin sehr gespannt auf die Übung, wir ziehen das Ganze jetzt rein und ich ziehe das Workout durch. Diesmal bin ich ein bisschen besser vorbereitet, weil ich auch direkt ein Handtuch mitgebracht habe. Ganz, ganz wichtig, wenn du neu auf diesem Kanal bist, erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wenn du noch nicht abonniert hast, klick mal unten auf Abonnieren, werde Teil der Family. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du neu bist und Bock hast, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Und wir sehen uns dann ab jetzt jede Woche wieder in einem neuen Video. Mindestens eins gibt es die Woche, meistens zwei oder drei. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Workout. Okay, er ist auf jeden Fall fit, ey. Ich finde ihn ziemlich krass. Oh. Boah, Mountain Climber ist harte Übung schon. Das ist gut, Übungshinweise zwischendrin. Leise machen. Okay, nochmal unter der Bauch. Laptop mal kurz umstellen hier. Okay, weiter geht's. Ah, Knee Raises. Ah, nice. Meine Lieblingsbauchübung, Leute. Ich feiere die richtig. Also wir haben 5 Sekunden Pause, wie ein richtiges Tabata-Workout. Ah, Mitte. Wieder unterer Bauch, wieder Hüftbeuge am Start. Scissors. Thank you.
Oh, 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 ich bin late. Nippel. Nice, die Übung mag ich mega. Gut fürs V hier. Oh, Russian Twist. Ich mag sein Workout auf jeden Fall, es macht Bock. Ich finde die richtig hardcore anstrengend. Nice. Er baut einen Stretch mit ein. Finde ich richtig gut. Tief in den Bauch atmen immer dabei. Schön. Wow, auch heavy, heavy Übung. Let's go. Wow, heavy combo, heavy combo. Zack. Wow. Okay, Rest und normale Crunches hinterher. Ganz schön rein, Leute. Heftig.
Gleich geschafft, Leute. Fast durch. Die mache ich nie. Okay. Das war's. You are the best. Okay, Leute. Zwei Schluck trinken. Ja, Leute. Next Workout heißt sein Channel. Ich weiß nicht, wie er an sich heißt. Das Workout heißt Abs Workout at Home for Men. 8 Minutes, no equipment. Und ich muss sagen, das war ein geiles Workout. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich bin gut an mein Limit gekommen. Es war gut anstrengend, nicht zu wenig. Sehr, sehr zufrieden mit seinem Workout. Ich fand es cool, dass er zwischendurch Sicherheitshinweise eingeblendet hat. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Ansonsten ähnlich aufgebaut wie Pamela Reifs Workout, so vom Layout mit dem Timer und so weiter. Auch mit dem Sound, der hilft sehr. Musik fand ich besser als bei ihr. Cooler irgendwie, hat mir mehr getaugt, aber das ist ja totale Geschmackssache. Was ich mir jetzt noch mehr gewünscht hätte, ist die Hinweise, die er gesagt hat, Musik ein bisschen ausfaden und dann das Reinsagen, weil wenn ich mitten in der Übung bin, es ist schwer für mich, das natürlich dann noch umzusetzen. Ansonsten richtig gutes Workout. Der Typ ist auch ordentlich fit, würde ich sagen. Ich würde auch wieder eins von ihm machen, so als Home-Workout. Muss man ihn einfach loben. Und ich glaube, er ist auch ziemlich gut durch die Decke gegangen mit den letzten Videos. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Video ihr als nächstes sehen wollt. Welches Workout ich analysieren soll. Und keine Angst, Pamela Reif Dance Workout kommt noch. Ich habe die Kommentare und Nachrichten nicht überlesen, aber das war das Erste, was, glaube ich, gekommen ist in den Kommentaren. Dann ist das natürlich als Erstes dran. In diesem Sinne, Leute, bleibt gesund, haltet euch fit, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Übrigens, Leute, sorry für die ganzen Out-of-Focus-Momente. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ist immer der Fokus zwischendurch abgekackt. Ich hatte zwar hier das Handy stehen, um zwischendurch den Fokus zu checken, aber hat nichtsdestotrotz nichts gebracht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Normalerweise ist der Autofokus von den Sigma-Objektiven super. Aber diesmal hat er versagt. Okay, peace, Leute. Ja.